Gut, heute machen wir was Fantastisches, denn heute machen wir ein Dr. Pepper Rib Sandwich. Und wie ich dieses Dr. Pepper Rib Sandwich mache, liebe Leute, das wisst ihr ganz genau. Das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute gibt's Ribs, Baby, und hier habe ich sie. Die habe ich im Vorfeld schon mal vorbereitet. Wie man die genau zubereitet, das verlinke ich euch mal da oben. Da gibt's ein tolles Video dazu. Ansonsten denkt ihr euch jetzt bestimmt hier, wo bekommt man so geniale Spare Ribs her? Tja, die bekommt man vom Barty Service und Wurstverkauf Reis in Ottenberg. Die habe ich von Martin. Also, die habe ich mir jetzt nicht rausgeschnitten, sondern die hat der Martin mir gegeben. Denn dort hat der Martin einen wunderschönen Hofladen. Dort arbeitet er mit seiner Familie und die machen Wurst und allen möglichen Kram. Großartiger Hofladen. Die haben immer samstags offen von, ich glaube, 8 bis 13 Uhr. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich verlinke euch mal alle Informationen unten in der Infobox. Könnt ihr auch anrufen und fragen, hier, Martin, hast du Ribs da? Ne, weil der Andrang ist schon groß. Also ihr müsst da schon Gas geben, wenn ihr da richtig gute Ribs haben wollt. Naja, ich hoffe, ihr pilgert mal hin. Dann sagt er halt einfach mal einen schönen Gruß vom Daniel von der Odenwälder Feuerküche. So, genug geredet von Ribs. Wir legen los und zwar mit unserer Dr. Pepper Barbecue-Soße. Dazu habe ich ein bisschen Ketchup in diesen Topf gegeben und in die Flasche habe ich jetzt ein klein wenig Apfelessig gegeben und schüttel das Ganze, damit wir den Rest Ketchup da rausbekommen. Schütteln kannst du, mein Junge, schütteln kannst du. Apfelessig und Ketchup-Reste kommen jetzt in den Topf. Dazu gesellt sich jetzt ein klein wenig brauner Zucker. Wenn ihr keinen braunen Zucker habt, dann könnt ihr auch alternativ weißen nehmen. Aber brauner Zucker ist in dem Fall besser geeignet. Zwiebelpulver kommt noch hinein. Geräuchertes Paprikapulver gibt dem Ganzen eine gewisse Rauchnote. Das ersetzt das Liquid Smoke, denn Liquid Smoke ist Chemiepumpe. Ich setze euch mal einen Link unten in die Infobox, wo ihr geräuchertes Paprikapulver bestellen könnt. Dann habe ich noch ein schönes Stück Butter dazu gegeben. Und hier habe ich jetzt Pfeffer. Und ein bisschen Salz kommt auch noch dazu. Macht nicht so viel rein, nur so busy. Und jetzt Leute, das ist jetzt keine Werbung, aber ich muss es ja sagen, weil das Ding heißt halt Dr. Pepper. Ich habe die Bixe selber finanziert aus meiner eigenen Tasche. Ich bin an die Kasse gegangen, habe gesagt, ich habe hier so eine Bixe Dr. Pepper, die möchte ich bezahlen. Ja, also es ist keine Werbung. Alternativ könnt ihr nichts anderes nehmen, denn dann wäre es keine Dr. Pepper Barbecue Soße. Nur so am Rande erwähnt. Ne, wisst ihr Bescheid. Das Ganze werde ich jetzt bei niedriger Flamme aufkochen, bis es eine Barbecue-Soßenartige Konsistenz hat. Dauert im Idealfall so 10 Minuten, Viertelstunde, dann ist das fertig. Drei Stunden sind rum, unsere Ribs konnten schön im Rauch verweilen. Jetzt nehme ich sie runter, denn ich möchte sie jetzt dämpfen. Jetzt kommt die Dämpfphase und liebe Leute, ich kann euch nochmal daran erinnern, wie man Ribs von Anfang bis zum Ende macht, verlinke ich euch mal da oben. Das ist jetzt hier nur so die Kurzvariante. In dem Ribs-Video habe ich das Ganze mit Apfelwein gemacht, heute machen wir das mit Apfelkirschsaft. Wenn ihr den nicht habt, nehmt nur Kirschsaft. Das passt zu diesem Dr. Pepper Sandwich-Gedöns am allerbesten. Und die genaue Zutatenliste, liebe Leute, ihr wisst das ganz genau, die gibt es natürlich am Ende vom Video. Könnt euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder schreibt wie immer irgendjemand in die Kommentare und bei diesem irgendjemand bedanke ich mich natürlich sehr dafür. Habe ich ein bisschen Folie drüber gegeben. Und dann kommt das Ganze jetzt in den Smoker, also in den Pellet Grill. Und wird jetzt nochmal bei ungefähr, ja, ich pushe den Grill jetzt hoch auf ca. 160 Grad. Da können sie dann schön dämpfen. Nach 2 Stunden ist dann unsere Dämpfphase auch erledigt. Jetzt müssen die Ribs runter. Da müsst ihr immer aufpassen. Wenn ihr jetzt gleich die Folie entfernt, passt auf, dass ihr euch nicht verbrennt. Denn das kann echt bös werden. Das kann wirklich zu Verbrennungen führen. Ihr seht, wie viel
Dampf da rauskommt und der ist wirklich, wirklich heiß. Bitte, bitte passt auf, nicht, dass es heißt hier, ich bin jetzt ins Krankenhaus eingeliefert worden und der dicke Onkel bei YouTube hat gesagt, ihr müsst jetzt die Alufolie entfernen, hat aber nicht gesagt, dass da Dampf rauskommt und dass ich mich verbrennen kann, ne? Also, liebe Leute, passt ein bisschen auf. Die Ribs kommen jetzt so in den Grill, denn jetzt wollen wir sie noch ein bisschen glasieren. Und wie soll es anders sein? Das machen wir natürlich mit unserer Dr. Pepper Barbecue Soße. Dazu benutzen wir einen Pinsel und bepinseln das. Es sieht schon richtig, richtig gut aus. Also ich muss sagen, Martin, deine Ribs sind schon, das ist schon Weltklasse. Die sind schon richtig, also die sind schön. Die sind schön, deine Ribs. Ne, echt großartig, liebe Leute. Ich freue mich jetzt schon auf das Rib Sandwich. Die Ribs müssen jetzt noch eine Stunde im Grill verweilen. Oh, und in der Zeit, liebe Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und habt diesen Kanal noch nicht abonniert, oder ihr seid schon länger auf dem Kanal und habt nicht abonniert, liebe Leute, dann würde ich mich tierisch über ein Abonnement freuen. Dann schickt einen netten Daumen nach oben, vielleicht drückt ihr noch die Glocke, kommentiert fleißig. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber genug Papalapap, kommen wir zu unserem Sandwich, denn das möchten wir jetzt gerne zusammenbauen. Und zwar habe ich beim Bäcker dieses hervorragende Pfefferbaguette gefunden. Das hat mich quasi angesprungen, hat gesagt, kauf mich, ich möchte dein Dr. Pepper Rib Sandwich werden. Deswegen musste ich mitnehmen. Ihr könnt natürlich aber das Baguette nehmen oder das Brot nehmen, das euch am besten schmeckt, das es bei euch beim Bäcker gibt oder das ihr aufgebacken habt oder das ihr selbst gebacken habt, wie auch immer. Wichtig ist, dass wir ein bisschen Salat drauf geben, ne, damit auch mal ein bisschen was Schönes drauf ist, dass wir nicht nur Fleisch haben. Ein bisschen Salatgurke geben wir auch noch dann drauf. Manche können auch, wenn sie möchten, Gewürzgurke drauf geben. Ich bin eher so die Fraktion Gewürzgurke nein. Also nicht falsch verstehen, ich mag Gewürzgurke so, wenn ich so Brot esse und wascht und so, dann esse ich gerne Gewürzgurken. Aber ich mag sie nicht auf Burgern und auf Sandwiches schon mal gar nicht, ne? Brauchen wir, nee, möchte ich nicht. Aber wer mag, kann es natürlich drauf geben. Ich gebe jetzt über den Salat ein klein wenig Knoblauchsoße. Welche Knoblauchsoße ihr nehmt? Völligst Wuppe. Nehmt die, die euch schmeckt, die ihr gerne kauft oder die ihr gerne selber machen möchtet. Das ist in dem Fall völligst egal. Wichtig ist nur, dass sie ordentlich Knoblauchbums hat. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Salatgurke hat jetzt auch ihren Platz auf dem Sandwich gefunden. Und jetzt kommen wir zu den Ribs. Und die sehen großartig aus. Liebe Leute, was soll ich sagen? Die Ribs sind einfach nur... Das ist eine geile Geschichte. Ich lieb's einfach nur. Ich habe mir jetzt so einen Strang runtergenommen und ich habe es eben schon gesehen. Mein Plan war es eigentlich, dass die Dinger Fall of the Bone sind. Also, dass man den Knochen richtig schön rausziehen kann, ohne dass man das Rippchen beschädigt. Ist mir nicht gut gelungen, liebe Leute, ist mir nicht gut gelungen, ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, ich bin auch nicht unfehlbar, ne? Mir passieren auch Fehler, wobei das ja jetzt kein Fehler ist. Aber so ein kleiner Funfact am Rande in Amerika, wenn da die Ribs Fall of the Bone sind, dann sind die übergart. Nur so, ne? Die möchten die Ribs eher so ein bisschen zum Knabbern haben. So sind halt die Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Ich lieb's halt Fall of the Bone. Aber mit Hilfe eines Löffels oder einem kleinen Messer kann man die Knochen schön rausoperieren. Denn wir möchten ja die Knochen nicht auf unserem Sandwich haben. Denn ich meine, wir möchten unsere Zähne ja noch behalten, oder? Deswegen müssen die Knochen da raus. Und ja, hat doch super funktioniert. Jetzt gebe ich das knochenlose Stück Fleisch auf das Sandwich drauf und es sieht richtig gut aus, jetzt schon, aber wir sind doch nicht ganz fertig, nein, wir sind doch nicht ganz fertig. Ich habe hier noch eine rote Zwiebel, liebe Leute, rote Zwiebeln are the best, wer keine zu Hause hat, kann auch eine weiße nehmen, das ist mir Latte, aber ich mag rote Zwiebeln viel, viel lieber, denn die sind nicht so extremst im Geschmack, also die sind nicht so scharf. Aber bevor die Zwiebeln draufkommen, geben wir was von unserer Dr. Pepper Barbecue Soße oben drüber. Das ist eine richtig coole Geschichte. Den Rest, den ich da jetzt dann noch übrig habe, den fülle ich dann in eine Flasche und verwende ich dann natürlich weiter. Und zu guter Letzt kommen jetzt noch die Zwiebeln drauf. Und was soll ich sagen? Es sieht großartig aus. Es ist immer so, ich komme mir manchmal richtig doof vor, dass ich immer sage, oh, guck mal, das sieht großartig aus und das ist toll. Aber ich sitze hier und ich weiß ja, wie das Ding schmeckt. Das ist ja das Problem. Ich weiß, wie das schmeckt. Liebe Leute, das ist unser Dr. Pepper Rib Sandwich und ich bin mir fast sicher, ihr möchtet das Ganze mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten.
für die Sparrows, guckt euch das Video an, das ich euch verlinkt habe. Ansonsten braucht ihr ein Baguette, eine Zwiebel, Salatgurke, etwas Salat, Knoblauchsoße. Und für die Dr. Pepper Soße braucht ihr Ketchup, Dr. Pepper, Apfelessig, brauner Zucker, Butter, Zwiebelpulver, geräuchertes Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Liebe Leute, was soll ich jetzt noch sagen? Ich sag einfach mal gar nichts, denn jetzt wird probiert. Und schon wieder sind wir am Ende vom Video angelangt und hier ist unser Dr. Pepper Rib Sandwich. Ich sag mal so, sieht großartig aus. Ich meine, dieses Bäcker-Baguette ist halt auch ein Knaller, ne? Ich traue mich gar nicht, es anzuschneiden, weil es sieht so hübsch aus. Ja, ich mach's einfach so, weil das ganze Ding so in den Mund schieben, das kann ich nicht. Ich mach einfach mal hier so, ne? So. Wunderbar, das sieht so gut aus. Ja, dann beiß ich mal rein. Nö. Mm-mm. Nö. Das kann ich keinem zumuten. Das muss ich dann alleine essen, weil... Nee. Mm-mm. Das kann ich keinem geben. Nein. Nein. Leute, das ist der Knaller. Das ist sowas von geil. Lieber Martin, danke, danke für diese Ribs. Die sind richtig hervorragend. Da ist auch noch richtig Fleisch dran. Sensationell. Ich weiß, Rippchen... 3:1 Methode ist immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber es lohnt sich, liebe Leute. Das schmeckt so gut. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Ja, was soll ich sagen? Ihr müsst das nachmachen und damit ihr das könnt, ihr wisst Bescheid, müsst ihr abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. Das Ding nehme ich jetzt komplett mit. 'Cause I've been running this world.